Hermann Gröhe, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich heiße Sie herzlich im Konrad-Adenauer-Haus willkommen. Worum es heute geht, ist ganz offensichtlich. Es geht um die Vorstellung unserer ersten von insgesamt drei Plakatserien im Bundestagswahlkampf, die Sie hinter mir sehen. Von heute an sind es 48 Tage bis zum Bundestagswahltermin und die CDU startet damit für alle sichtbar in die eigentliche Phase des Wahlkampfes. Jetzt heißt es nochmal, für alle kräftig in die Hände spucken und anzupacken für einen Erfolg am 22. September dieses Jahres. Das gilt für alle, für die CDU Deutschlands, die ganze Partei in allen örtlichen Gliederungen in unseren Vereinigungen. Das gilt in besonderer Weise für unsere Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in knapp 60 Kundgebungen in ganz Deutschland um das Vertrauen der Menschen in unsere gemeinsame Politik werben wird. Und dies gilt nicht zuletzt für 254 Frauen und Männer, die als Kandidatinnen und Kandidaten der Union in konkreten Wahlkreisen um das Mandat für die Vertretung der Interessen dieser Menschen im Deutschen Bundestag werben. Und dies gilt schließlich für die heute schon rund 22.000 Helferinnen und Helfer, die sich im Team Deutschland zusammengefunden haben, um in den Wahlkreisen vor Ort, aber eben auch deutschlandweit miteinander vernetzt, im Erfahrungsaustausch für die CDU, für Angela Merkel und für die Kandidatin, den Kandidaten vor Ort Wahlkampf zu machen. Alle wollen wir an einem Strang ziehen, damit das ein gutes Ergebnis gibt. Und auch dies findet sich wieder in dem Claim gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Aber nicht nur dies, denn es geht darum, dass wir insgesamt das Gemeinschaftswerk der guten Lage, in dem sich unser Land befindet, betonen. Deutschland steht gut da. Das ist eine Gemeinschaftsleistung. Und es wird darum gehen, dass alle, junge wie alte, Männer und Frauen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Einheimische und Zugewanderte, dass alle ihren Beitrag dafür leisten, dass Deutschland ein erfolgreiches Land bleibt. In den Umfragen stehen wir zurzeit gut da. Das ist eine starke Ausgangslage für den Wahlkampf. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dies wird am Ende ein enges Rennen. Genau das spornt uns an, in den nächsten 7 Wochen noch einmal alles zu geben. Zu einem erfolgreichen Wahlkampf gehören nach wie vor als eines der ältesten, aber immer noch wichtigsten Bausteine jeder Kampagne Plakate. Und dazu muss man eigentlich nicht viele Worte verlieren, die sehen Sie selbst. Trotzdem will ich einige Details Ihnen sagen. Die erste Fläche der mobilen Großflächen, die sogenannten Wesselmänner, wird seit heute Morgen in Berlin und in Brandenburg plakatiert. Hier ist die Plakatierung bereits 7 Wochen vor der Bundestagswahl erlaubt. Am nächsten Wochen findet dann die erste Welle insgesamt im Rest der Republik statt. Bis zum Wahltag wird es 2 weitere Plakatierungswellen mit Großflächenplakaten geben. Insgesamt wird die CDU, also in Deutschland außerhalb Bayerns, ungefähr 8.200 querformatige und 500 hochkantige Plakatflächen aufstellen. Und Sie sehen hier die 4 Motive, die Kernkompetenzen und Kernfragestellung, die bei der Richtungswahl am 22. September zur Entscheidung anstehen, thematisiert. Wachstum und ein stabiler Euro, gute Arbeit, solide Finanzen, mehr tun für unsere Familien. Die Großflächenplakatierung wird durch die Plakatierung in der Fläche durch unsere Kreisverbände ergänzt, ca. 300.000 Plakate dieser Art. 4 Themenplakate, die Kernthemen noch einmal thematisieren, der Claim und ein Plakat, das die Bundeskanzlerin zeigt. Sie finden auf Ihren Tischen weitere erste Wahlkampfmaterialien, die jetzt an die Gliederungen der CDU Deutschlands versandt worden sind und die Sie vorfinden. Dazu gehört als auflagenstärkstes Informationsmittel eine Kurzfassung unseres Regierungsprogramms. Dies wird
in einer Auflage von 1 Million Exemplaren in Deutschland verteilt werden, indem sich grafisch entsprechend aufbereitet die Kernbotschaften unseres Regierungsprogramms wiederfinden, das selbstverständlich im Internet wie als Druckfassung auch in der Komplettfassung zur Verfügung steht. Es wird darüber hinaus eine Broschüre, auch die finden Sie in Ihren Unterlagen, geben, über die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin als Langfassung wie als Mini-Faltformat. Und schließlich wird es weitere Argumentationsmaterialien für unsere Gliederungen zu den diversen Themen geben. Lassen Sie mich zu den Kernbotschaften noch einmal etwas zusammenfassend sagen. Am 22. September geht es nach unserer Überzeugung darum, ob Deutschland ein starkes und erfolgreiches Land bleibt. Das heißt konkret, ein Land mit einem stabilen Euro und in dem die Menschen sichere Arbeitsplätze haben und dadurch für sich und ihre Familien sorgen können. Es geht darum, dass wir ein Land sind, in dem jeder weiterhin eine gute Chance hat, sein Leben zu gestalten, etwas daraus zu machen und zugleich weiß, dass eine solidarische Gesellschaft ihn trägt im Fall von Krankheit, Pflege, Arbeitslosigkeit oder im Alter. Ein Land des Zusammenhalts, in dem Menschen gerne und sicher leben. Dafür steht die Union mit Angela Merkel an der Spitze und dafür werben wir in den kommenden Wochen und werden darüber intensiv mit den Menschen in unserem Land diskutieren. Die Kernbotschaften noch einmal auf den Großflächen: gute Arbeit und neue Ideen, so bleibt Deutschland stark. Wir wollen Arbeit für alle, gut bezahlt. Unser Ziel heißt Vollbeschäftigung. Die Steuererhöhungspläne von Rot-Grün würden dagegen Hunderttausende Arbeitsplätze gefährden. Wir wollen, dass unsere Unternehmen auch in Zukunft gute Wachstumsbedingungen haben und sichere Arbeitsplätze schaffen können. Dazu wollen wir weiterhin die Lohnzusatzkosten stabil halten und überflüssige Bürokratie abbauen. Rot-Grün dagegen denkt sich jeden Tag neue Regulierungen aus und will die Wirtschaft und die Leistungsträger mit höheren Steuern massiv belasten. Jede Familie ist anders und uns besonders wichtig. Wir lehnen eine Familienpolitik, die rot-grünen Bevormundungsfantasien folgt, ab. Wir sagen, die Familien, die Väter und Mütter wissen am besten, in welcher Weise sie zum Wohle ihrer Kinder ihr Leben als Familie gestalten wollen. Und wir stehen dann in der ihnen jeweils angemessenen Weise an ihrer Seite, um sie noch wirkungsvoller zu unterstützen. Wachstum braucht Weitblick und einen stabilen Euro. Wir stehen für solide Finanzen, ab 2015 keine neuen Schulden mehr, Beginn der Schuldentilgung in der kommenden Legislaturperiode, aber eben auch dafür, genau dies in Europa weiter durchzusetzen, dass stabile Finanzen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung sind. Wir stehen zur Solidarität in Europa, aber wir binden sie stets an die gemeinsamen Anstrengungen aller, Wachstum, Beschäftigung nachhaltig zu stärken. Rot-Grün steht für Schuldenvergemeinschaftung, eine Politik, an deren Ende stünde mehr Schulden in Europa, mehr Haftung für Deutschland. Das lehnen wir ab. Solide Finanzen sind wichtig, weil wir an morgen denken. So sparsame Haushaltspolitik ist eben nicht nur eine fiskalische Frage und nicht nur eine Frage, um einer grundgesetzlichen Regelung Genüge zu tun, wiewohl wir stolz darauf sind, das Ziel deutlich vor der Zeit zu erreichen, sondern es ist eine Gerechtigkeitsfrage zwischen dieser und kommenden Generationen, dass wir nicht die Zukunftschancen heutiger Kinder, kommender Generationen verfrühstücken. Es ist eine Frage von ethischer Bedeutung, dass die Familien, die Verantwortung auch für kommende Generationen sich in der Haushaltspolitik niederschlägt. Kurzum, wir wollen, dass Deutschland weiterhin ein erfolgreiches Land bleibt und eine Gesellschaft stärken, in der die Menschen zusammenstehen, exemplarisch deutlich gemacht an der Bedeutung der Familie, an der Bedeutung der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Und wir wollen dies auf der Grundlage einer stabilen Währung und guter
Arbeitsplätze. Herzlichen Dank. Kommen wir nun zu den Fragen. Bitte, der Herr in der zweiten Reihe. Herr Gruer, können Sie sagen, wie viel das Ganze kostet, die Kampagne, die Plakaten und wie viele Plakaten insgesamt? Und der Vorwurf von der anderen Seite kommt immer, dass das alles so vage. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass die Slogans sind alles so vage? Also erstens, ein Wahlplakat ist eine Kurzbotschaft, die einlädt, sich mit den umfangreichen Botschaften, die wir in diesem Wahlkampf zur Verfügung stellen, zum Beispiel unser Wahlprogramm, zu beschäftigen. Insofern geht es darum, Themen bildlich wie durch einen Slogan zu transportieren, aber natürlich nicht eine Wandzeitung zu gestalten. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht zu jeder einzelnen Kampagne einzeln auswerfen kann und möchte, die einzelnen Kosten, dass die CDU Deutschlands insgesamt im Bundestagswahlkampf einen Etat von gut 20 Millionen in ihrer Kampagne einsetzt, haben wir schon bei anderen Gelegenheiten öffentlich erklärt. Herr Schuler. Welches dieser Plakate könnte denn die SPD nicht kleben? Ja, ich hätte jetzt früher auf Anhieb gesagt, das mit Angela Merkel, aber auf die SPD ist ja nicht mal da Verlass. Also insofern weiß ich nicht. Mir fällt auf, dass unsere Botschaften Botschaften sind, die sich an ein Land richten, in dem die Menschen gerne leben und es ziemlich albern finden, dass Rot-Grün so tut, als sei dies ein Jammertal. Insofern wird Ihnen vielleicht auffallen, dass Sie auf SPD-Plakaten eigentlich keine fröhlichen Menschen finden. Herr Rinke. Herr Kröhe, Sie haben die zweite und dritte Welle erwähnt. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was die erste Plakatierungswelle von der zweiten und der dritten unterscheidet. Also wird das inhaltliche andere Schwerpunkte sein? Wird es dann eine stärkere Konzentration auf die Bundeskanzlerin geben? Zum einen und zum zweiten eine Frage. Haben Sie die, also wenn man sich die Umfrageergebnisse der Union bei den letzten Bundestagswahlen anguckt, hat es ja immer einen Abbruch gegeben oder ein schlechteres Ergebnis gegenüber den Umfragen im Sommer. Tragen auch diese Plakate jetzt in irgendeiner Form dem Rechnung und was tun Sie, um das zu vermeiden? Also der Punkt mit den Umfragen, ja, es ist die Erfahrung der Vergangenheit, jedenfalls Mahnung zu sagen, gute Umfragen 50 Tage vor der Wahl sind kein Wahlergebnis. Sie sind Rückenwind. Ich warne lieber Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Übermut, als dass ich jetzt in einer anderen Parteizentrale täglich gegen Kleinmut anreden muss. Insofern wird mir auch niemand Ärger über gute Umfragen einreden können. Aber sie sind Auftrag, aus dieser guten Stimmung etwas in den nächsten Wochen zu machen. Und da sehe ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, aber die Arbeit noch getan werden will. Zweitens, ich stelle Ihnen heute die erste Plakatierungswelle vor. Bitte auch um Verständnis, dass ich es darauf konzentrieren will. Wir gestalten es übrigens ähnlich wie beim Wahlkampf 2009, sodass wir bewusst mit den inhaltlichen Kernbotschaften in diesen Großflächen die Diskussion eröffnen, dass wir im Zuge der weiteren Kampagne auch in der Personalisierung deutlicher werden angesichts der herausragenden Unterstützung, die die Politik von Angela Merkel in der deutschen Bevölkerung genießt, versteht sich, glaube ich, von selbst. Das werden wir denn doch am Ende nicht der SPD allein überlassen. Frau Celestschow. Herr Gruhe, in diesem Angela-Merkel-Flyer lese ich, dass sich Herr Sauer beschwert, weil auf dem Kuchen immer zu wenig Streusel sind. Wieso geizt die Kanzlerin mit Kuchenstreuseln? Das sind sicher Aussagen, die Sie noch besser an die Bäckerin persönlich richten. Dazu will ich jetzt hier nichts sagen. Aber es ist eben sehr bewusst eine Kombination von Persönlichem, nachdem viele Menschen immer wieder fragen, und in dem Persönlichen immer wieder Wertschätzung für Familie, Wertschätzung für die Arbeit, für Werte, Grundwerte wie Freiheit und Sicherheit. Also es ist bewusst eine Zusammenführung von Bildern auf die Person und Persönlichkeit wie auf die Überzeugungen, die die Arbeit von Angela Merkel prägen. Der Herr mit dem blauen Hemd. Bitte.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? In welcher Auflage werden Sie diese persönlichen Heftchen und auch die Kleinflyer verteilen? 800.000 in der längeren Fassung, 350.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der kleinen Faltfassung. Herr Gröhe, Herr Seidel beklagt in der FAS die absolute Sinnentleerung des Wahlkampfes. Jetzt lesen wir hier mehr für Familien, solide Finanzen. Sie sagen, Sie wollen keine Wandzeitung, aber wäre nicht ein bisschen mehr Inhalt doch mehr gewesen? Also noch einmal, was ist die Aufgabe einer Plakatierung? Sie hat zum einen einen starken Mobilisierungsanspruch in die eigenen Reihen hinein. Wenn Sie so wollen, sind Plakate die Ansage auch an die eigenen Wählerinnen und Wähler, alle Mann an Deck. Die Wahl rückt näher, es gilt. Und das Zweite ist, dass wir auf die Kernkompetenzen der Union hinweisen, sichere Arbeitsplätze zu gestalten, solide Finanzen, in einer Zeit, in der sich Rot-Grün über ein vermeintliches Spardiktat der Deutschen hermacht, was nichts anderes sind als internationale Verabredungen, endlich das Schuldenmachen einzustellen, sind es inhaltliche Ansagen, die einladen sollen, sich mit den Botschaften, die es in allen Fassungen bis zu einer langen Programmbroschüre gibt, auseinanderzusetzen. Haben wir in der dritten Reihe in der Mitte, Frau Fiebig. Herr Gröhe, Sie haben gerade bei der Schilderung der Kernkompetenzen auch ganz kurz die Pflege erwähnt. Heute hat nun gerade die SPD Ihnen totales Versagen in diesem Bereich vorgeworfen und auch eine Pflegeversicherungserhöhung angekündigt. Was machen Sie genug für die Pflege und damit sich künftige Pflegebedürftige in diesem Land noch getragen fühlen, wie Sie sagen? Ja, wir haben in dieser Wahlperiode deutliche Verbesserungen in der Pflegeversicherung durchgesetzt. Beispielsweise für die große Zahl der Menschen, die demenziell erkrankt sind und ihre Angehörigen. Da sind die Leistungen fast verdoppelt worden. 1 Milliarde mehr wird dort bewegt. Aber wir sagen in unserem Wahlprogramm auch, dass in einer älter werdenden Gesellschaft humane Pflege uns weiter Geld kosten wird. Deswegen sagen wir bei der Nennung des Gesamtziels stabile Lohnnebenkosten, dass wir von einer moderaten Pflegeversicherungserhöhung ausgehen, weil wir in der Tat ja auch der demografischen Entwicklung Rechnung tragen müssen. Das werden wir tun und dazu sind wir auch bereit, moderate Beitragserhöhungen vorzunehmen. Herr Hölzner. Deutsche Welle. Herr Gröhe, wie wahrscheinlich ist es, dass es bei einer der weiteren Werbewellen eine explizite Thematisierung des Themenfeldes der anhaltenden Debatte um Sicherheit und Datenschutz geben wird? Also ich habe im Augenblick keine Veranlassung, davon auszugehen, dass wir dies in einer eigenen Plakatwelle thematisieren, dass wir zu den Themen, die die Menschen bewegen, als Partei in unseren jeweiligen Verantwortlichkeiten Stellung nehmen, versteht sich von selbst. Aber ich glaube, dass dies gerade ein Thema ist, bei dem wir dieser Tage in mehr als fragwürdiger Weise Verkürzungen erleben, um nicht zu sagen, dass Schindluder mit den Ängsten von Menschen getrieben wird. Wir stehen als Partei von Sicherheit und Freiheit für den Schutz der Privatsphäre der Menschen und in gleicher Weise für den Schutz vor terroristischen Anschlägen. Und es ist schon ein ziemlich dramatischer Vorgang, in welcher Weise man bei der SPD zunehmend den Eindruck gewinnen muss, dass in verantwortungsloser Weise und unredlichen Mitteln mit den Sorgen und berechtigten Anfragen der Menschen in unserem Land Wahlkampf gemacht wird. Dies gilt insbesondere, das will ich gar nicht verschweigen, für den Vorsitzenden des zuständigen Parlamentskontrollgremiums, Herrn Oppermann. Was soll man eigentlich von einer Methode erhalten, eines Vorsitzenden, der eine Gremiensitzung beendet, bevor die auskunftswillige Regierung überhaupt die Gelegenheit hatte, auf alle zuvor eingereichten Fragen Antwort zu geben, um anschließend, Zeit für Sitzungen hat man nicht, für Interviews umso mehr, die mangelnde Beantwortung zu beklagen. Was soll man eigentlich von einem Vorsitzenden halten, der wieder besseres Wissen vermischt, die in ganz engen gesetzlichen Grenzen stattfindende Weitergabe der personenbezogenen Daten Deutscher unter strengsten Auflage in konkreten Entführungsfällen einerseits und der umfangreichen Zusammenarbeit, die es gibt
im Rahmen der Auslandsaufklärung, interessanterweise auf der Grundlage einer rechtlichen Regelung aus dem Jahr 2002, da regierte Rot-Grün, einer Zusammenarbeit, die beispielsweise dem Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan dient. Und wenn dann die SPD den Eindruck erweckt, diese ganze Weitergabe sei ein einzigartiger Skandal, dann soll sie erklären, ob sie die Zusammenarbeit in der Auslandsaufklärung zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten einstellen und diese im gefährlichen Einsatz schutzlos stellen will. Wer so Schindluder treibt mit der bewussten, unredlichen Vermengung von Themen, die nichts miteinander zu tun hat, muss sich die Frage stellen lassen, auch als Vorsitzender, ob er eigentlich noch die Seriosität hat, die gerade an dieser Stelle in einer parlamentarischen Funktion zwingend erforderlich ist. Bitte. Von N24. Bei der SPD hat der Plakatwahlkampf ja etwas ganz Bewusstes auch gegen die Kanzlerin gehabt. Dort wurde auch die Kanzlerin plakatiert. Hat das bei Ihnen zu einer Gegenreaktion in der Strategie gerade bei den Plakaten geführt? Nein, ich weiß auch nicht, ob ich Ihre Frage so verstehen soll, dass wir überlegt hätten, Per Steinbrück zu plakatieren. Die Überlegung gab es zu keinem Zeitpunkt, das darf ich Ihnen verraten. Insofern haben wir auch gar nicht erst nach Honoraren fragen müssen. Und wir nehmen mit Interesse zur Kenntnis, dass die SPD es für angezeigt hält, die Kanzlerin zu plakatieren. Von der haben viele Deutsche ein ziemlich festes Bild. Und dass es am 22. September auch um die Frage geht, ob Angela Merkel weiterhin dieses Land regiert. Und die SPD in ihrer Verzweiflung sagt ja jetzt große Koalition, aber dann am liebsten nicht mit dieser beliebten Kanzlerin. Das ist eine, über die wir das Urteil in Gelassenheit den Wählerinnen und Wählern da zukommen lassen, wo sie ist. Das ist die Entscheidung des Wahlvolks. Und uns hat die Haltung von Plakaten, man wird ja mal sehen, der ein oder andere Berliner Kandidatin hat ja schon sich verbeten, dass das in ihrem Wahlkreis plakatiert wird. Es ist nicht meine Aufgabe, mir darüber einen Kopf zu machen. Unsere Strategie haben diese eher verzweifelten Versuche nicht beeinträchtigt. Dann in der vierten Reihe in der Mitte, bitte. Thomas Daniel vom ZDF. Herr Gröhe, eine Frage, oder ich habe zwei Fragen, eine nochmal zur BND-Geschichte. Sie haben ja klargemacht, dass das, was jetzt bekannt geworden ist, die Weitergabe von Daten vom BND an die NSA, soweit es um Auslandsaufklärung geht und um ausländische Daten, kein Problem darstellt. Da ist ja die Rede von 500 Millionen Daten pro Monat. Stellen auch diese 500 Millionen Daten pro Monat, wenn es sie denn sind, kein Problem dar? Oder gibt es für Sie in irgendeiner Weise eine Höchstgrenze von Daten, die der BND weitergeben darf? Und die zweite Frage, was ganz anderes. Heute sind Daten bekannt geworden aus dem Finanzministerium zu den Länderhaushalten. Danach haben einige Geberländer Defizite, einige Nehmerländer, zum Beispiel Berlin, Überschüsse. Stellen sich da aus Ihrer Sicht neue Fragen für den Länderfinanzausgleich? Also die erste Frage, ich halte es für ganz wichtig, dass der BND noch einmal ausdrücklich erklärt hat, dass bei der Weitergabe von Daten im Rahmen der gemeinsamen Auslandsaufklärung strikt deutsches Recht im Hinblick auf den Schutz der personenbezogenen Daten deutscher Staatsangehöriger gewahrt wird. Das zweite ist die Frage, in welchem Zusammenhang beispielsweise in der Aufteilung auch von Regionen, wenn der BND in besonderer Weise in Afghanistan Daten oder Kontakte aufnimmt, Auslandsaufklärung betreibt, dann hielt ich es für falsch, jetzt abstrakt über ein zahlenmäßiges Limit zu sprechen, dann gilt das, was nach der gesetzlichen Grundlage dem BND zusteht, und das ist eine mit angemessenen Mitteln vorgehende Auslandsaufklärung. Und noch einmal, die Rechtsgrundlage ist 2002 geschaffen worden und sie dient beispielsweise im Hinblick auf den in Rede stehenden Fall Afghanistan dem Schutz deutscher Soldatinnen und Soldaten. Das Zweite, was die Bundesländer angeht, so haben wir in unserem Regierungsprogramm eine Aussage drin zur Weiterentwicklung des Länderfinanzausgleichs. Wir bekennen uns ausdrücklich dazu, zu dieser Solidarität im Bundesstaat. Aber wir finden schon, dass der Länderfinanzausgleich so gestaltet werden muss, dass einerseits besonders wirtschaftsstarke Länder nicht um die Früchte ihrer erfolgreichen Politik gebracht werden und andererseits Nehmerländer
Anreize haben, ihre eigene Situation zu verbessern. Und man sollte jetzt die aus diesen Daten, die einen kurzen Zeitraum beschreiben, nicht voreilig Schlüsse ziehen, aber man muss sie sich im Einzelnen ansehen. Und dann ist schon interessant etwa die Entwicklung im Land Baden-Württemberg. Das Land Baden-Württemberg hätte die Wirtschaftskraft längst wie Bayern und Sachsen an die Schuldentilgung zu gehen. Und es geht unter Grün-Rot in die immer höhere Verschuldung. Das ist ein falscher Weg. Wir haben in Grundgesetz uns verständigt, dass die Länder die Schuldenbremse einzuhalten haben. Und wir wollen dies mit einem vernünftigen Länderfinanzausgleich auch in Zukunft begleiten. So, der Kollege im weißen Poloshirt. Kurze Frage nochmal zu den Plakaten. Haben Sie die Plakate im Regen getestet? Entschuldigung? Haben Sie Ihre Plakate im Regen getestet? Keine Sorge, wir haben wetterfeste Plakate. Die Technik sowohl dieser Kunststoff- wie der Papierplakate ist die, die wir mit großem Erfolg im letzten Bundestagswahlkampf ebenfalls eingesetzt haben. Wir sind wetterfest, sowohl was herrliche Sonnenschein und Hitze angeht, als auch hoffentlich nicht zu oft für die vielen, die auf den Straßen und Plätzen stehen, auch bei Regen. Dann Frau Celestschow nochmal. Herr Gröhe, Sie haben ja eben die Qualität des Vorsitzenden des PKGR, Herrn Oppermann, als Vorsitzenden des Kontrollgremiums infrage gestellt. War das nun mal so da eben hingeschimpft oder folgt dem jetzt irgendetwas? Also heißt, wird die CDU da tätig werden? Das ist ein dringender Appell an den Kollegen, die Redlichkeit walten zu lassen, die sich für eine so verantwortungsvolle Position gehört. Und es ist nicht dahingeschimpft, sondern es ist eine in den letzten Tagen gewachsene Überzeugung, dass Herr Oppermann Schwierigkeiten hat, der Verantwortung an der Spitze dieses Gremium einerseits und dem Wahlkampflautsprecher andererseits in geeigneter Weise gerecht zu werden, dahingehend, dass die Balance gehalten wird. Und ich erwarte schon, dass gerade wer die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste ernst meint, dann auch weiß, dass da ein Mindestmaß an Redlichkeit auch 50 Tage vor der Wahl für diese Aufgabe gehört sich. Herr Delhaes. Brühe, könnten Sie noch mal erklären, wie Sie konkret mobilisieren wollen, damit möglichst viele Menschen zur Wahl gehen? Und können Sie sagen, wo eine Wahlbeteiligung ist, wo Sie sagen würden, da haben die Parteien leider nicht genügend mobilisiert, also unter 70% beispielsweise? Also unsere Mobilisierung hat, wenn Sie so wollen, zwei Ankerpunkte. Das eine ist die Arbeit, die Strategie des Konrad-Adenauer-Hauses, die bundesweiten Maßnahmen der unterschiedlichsten Art. Das sind die Kundgebungen der Parteivorsitzenden, vieles andere mehr. Und das andere ist unsere herausragende Verankerung vor Ort. 90%, ich wiederhole, 90% der CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten sind direkt gewählte Mitglieder des Deutschen Bundestages, haben das Vertrauen in ihren Landkreisen, Städten und Gemeinden gewonnen. Und diese Frauen und Männer sind nicht erst seit wenigen Wochen, sondern seit Monaten, wenn sie wieder kandidieren, im Rahmen ihrer gesamten Wahlkreisarbeit damit unterwegs, Menschen anzusprechen. Und Sie können sich vorstellen, wir haben bei der letzten Bundestagswahl erfreulich viele Wahlkreise hinzugewonnen, zum Teil mit sehr kleinem Vorsprung, dass die Kolleginnen und Kollegen mit ganzer Kraft dafür kämpfen, die Wahlkreise erneut zu gewinnen. Wir sie dabei unterstützen nach Kräften. Wir wollen alle wiedergewinnen, gerne noch ein paar hinzu. Und das findet vor Ort durch bürgernahen Wahlkampf statt. Das brauchen wir nicht aus dem Adenauerhaus inszeniert kommandieren. Das wissen diejenigen, die den Wahlkreis erfolgreich gewonnen haben, genau. Dass dazu die regelmäßige Bürgersprechstunde, das Stadtteilgespräch, die Ortsbegehung mit den Kommunalpolitikern, aber eben über die ganze Laufzeit und nicht erst, wenn die Plakate draußen hängen, zur Arbeit gehört. Und diese Arbeit vor Ort, der Umstand, dass sich jetzt schon über 22.000 Mitglieder aus örtlichen Wahlkampfteams im gemeinsamen Netz Team Deutschland haben registrieren lassen, an Aktivitäten teilnehmen, am Austausch über Wahlkampfmethoden, zeigt, dass es da eine gut mobilisierte Parteibasis gibt. Und auf die setzen wir in den nächsten Wochen. Die Wahlbeteiligung,
Ich würde gar nicht, ehrlich gesagt, so eine Zahl nennen alleine, sondern was aus meiner Sicht ein besonderes Augenmerk bedarf, ist die Wahlbeteiligung Jüngerer. Wir sind auch mit der Jungen Union, auch mit dem RCDS, auch mit vielen unserer Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort unterwegs, wie wir gerade Politik gestalten müssen, damit junge Leute angesprochen werden. Denn es ist ja nicht nur eine Gesamtwahlbeteiligung, sondern wir haben sozusagen bei den älteren Wählern eine sehr starke sozusagen Bekenntnis zum Grundrecht der Wahlbeteiligung. Da ist eine hohe Bereitschaft, das Wahlrecht geradezu als Wahlpflicht zu leben, und einer in Teilen sehr niedrigen Wahlbeteiligung Jüngerer. Und deswegen zielt nicht zuletzt unsere Anstrengung, Jüngere anzusprechen, auch darauf, hier die Wahlbeteiligung zu heben. Und das wird nach der Wahl auch besonders sich noch mal anzusehen sein, ob uns das in ausreichender Weise gelungen ist. Dann in der dritten Reihe Herr Lange. Herr Gröhe, Herr Steinbrück hat heute im Tagesspiegel-Interview erklärt, der Kanzlerin fehle es an Leidenschaft. Und zwar deshalb, weil sie in der DDR aufgewachsen ist. Da hätte ich gerne gewusst, wie Sie das kommentieren. Danke. Das gehört zur Endloskette der Peinlichkeiten dieses Kandidaten. Es ist keine Frage, dass der leidenschaftliche Einsatz von Angela Merkel für Europa, in ganz Europa, ja weltweit, höchste Anerkennung genießt. Ihr Wunsch ist ein in dramatischer Weise sich ändernden Welt, ein Europa, das für die es tragenden Ideale von Freiheit, Demokratie und Menschenrechte auch dauerhaft eine prägende Rolle spielt. Und man muss die Partei Konrad Adenauers nicht mit Leidenschaft in Sachen Europaleidenschaft belehren wollen. Die Leitentscheidungen von den römischen Verträgen angefangen sind von der Union in diesem Land vorangetrieben worden. Und die Sozialdemokraten waren meistens die Zweiten oder Dritten, die sich diesen richtigen Entscheidungen angeschlossen haben. Das ist die Wahrheit und deswegen ist es absurd. Und es ist darüber hinaus eine Beleidigung. Gerade Menschen, die in der früheren DDR, in Ost- und Mitteleuropa Freiheit, Demokratie, Menschenrechte schmerzlich vermisst haben, haben doch die Europäische Union stets als etwas verstanden, was mehr ist als Sicherheit fürs Portemonnaie. Was sagen wir eigentlich denen in Warschau, in Budapest oder in Prag, die mit Leidenschaft ihre Revolution als Rückkehr nach Europa verstanden haben, wenn wir sagen, eine Sozialisation im Unfreiheitssystem des Sozialismus macht gleichsam Europa untauglich? Das ist eine der vielen Entgleisungen, aber da sie nicht allein Angela Merkel, sondern unendlich viele Menschen betrifft, wäre es höchste Zeit, dass sich Herr Steinbrück dafür in aller Form entschuldigt. So, jetzt haben wir den Herrn in der ganz hinteren Reihe. Moment, warten Sie bitte aufs Mikro. Herr Gröhe, wie möchten Sie, wie wollen Sie die Stimmen der Wähler mit Migrationshintergrund anwerben? Die SPD wirbt ja mit doppelter Staatsbürgerschaft. Wir können mit Fug und Recht sagen, dass es die CDU Deutschlands war, die Integrationspolitik zu einem Kernbestand deutscher Innenpolitik gemacht hat. Aus den Schattendasein früherer Ausländerbeauftragter, die sozusagen einzelne Themen gleichsam am Rande behandelten, ins Zentrum geholt zu haben. Die Integrationspolitik wird verantwortet durch eine Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Die Deutsche Islamkonferenz stellt die Beziehungen zur größten Glaubensrichtung von Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, auf eine völlig neue Grundlage. All dies ist in der Zeit der Unionsregierung geschaffen worden, wird in unserem Regierungsprogramm ausdrücklich gewürdigt und erklärt, dass wir dies fortsetzen wollen. Integrationspolitik, mehr Chancen auf gute Bildung für Kinder aus Zuwandererfamilien, auch durch entsprechende Angebote in der Bildungspolitik, ein offensives Werben unter Migranten für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Ich glaube, dass das unseren Schulen gut tut, wenn sich erfolgreiche Schülerinnen und Schüler entscheiden, Lehramt zu studieren und dann auch als konkretes Vorbild den vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in den Klassenzimmern zur Verfügung stehen. Und
Wir laden schließlich die Menschen ein, ganze Sache mit ihrer neuen Heimat zu machen. Also die Möglichkeiten, die unser Staatsangehörigkeitsrecht hat, zu nutzen und sich der deutschen Staatsangehörigkeit, sich um diese entsprechend zu bemühen. Die Voraussetzung dafür wird von ganz, ganz vielen erfüllt. Im Übrigen haben wir auch in unserer Parteistruktur durch ein Netzwerk Integration, durch die Mitwirkung allein von 3 Musliminnen türkischer Herkunft im Bundesvorstand unserer Partei, eines marokkanischen Studenten muslimischen Glaubens im CDU-Bundesvorstand, durch die Kandidatur von Frau Yusuf in Hagen und andere, die in den Landtagen mitwirken, wichtige Schritte unternommen und werden weitere gehen wollen und gehen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass es einer Volkspartei gut tut, sich auf allen Ebenen der Mitarbeit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu öffnen. So, ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen, würde dann gerne auch die Rednerliste schließen wollen mit Ihrem Einverständnis. Herr Schuler. Herr Gröhe, im Wahlkreis Schwarzwald-Baar ist die CDU ja in der komfortablen Situation, 2 Kandidaten zu haben. Darf jetzt Herr Kauder-Siegfried auch auf diese Plakate im Wahlkampf zurückgreifen? Und wie schaltet sich das Adenauerhaus in diesen Streit ein? Unsere Wahlkampfmaßnahmen unterstützen die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU vor Ort. Siegfried Kauder ist bekanntermaßen kein CDU-Kandidat. Insofern versteht es sich von selbst, dass auch in diesem Wahlkreis dem CDU-Wahlkreiskandidaten die uneingeschränkte Unterstützung der Bundespartei gilt. Für alles andere, etwa parteienrechtliche Konsequenzen aus einer Kandidatur als CDU-Mitglied gegen den offiziellen Bewerber der CDU, sind zunächst die örtlichen Gremien am Zuge und nicht die Bundespartei. Die örtlichen Gremien werden dies zu entscheiden haben. Und dann gibt es Möglichkeiten, die auch in einer Befassung denkbarerweise des Bundesparteigerichts münden. Aber darüber möchte ich jetzt noch gar nicht spekulieren. Es ist keine Frage, dass unser Statut den Fall einer derartigen Kandidatur ausdrücklich als Regelbeispiel für die Erfordernisse, etwa im Hinblick auf einen Parteiausschluss, benennt. Herr Alexander. Lieber Herr Gröhe, diese fröhlichen Menschen auf den Plakaten, gibt es die eigentlich wirklich? Also ist das eine Oma und ihre Enkelin und arbeitet die junge Frau in so einem Werk? Oder sind das Schauspieler oder ist es Getty Images oder in irgendeine andere Fotokartei? Es ist keine Fotokartei, aber es sind professionell geschossene Fotos. Alle Menschen wissen und haben ausdrücklich eingewilligt sozusagen in die Werbung für die CDU Deutschlands, aber es sind professionelle Fotos. Die sind nicht das, als was sie scheinen. Nein, es geht nicht darum, etwas zu scheinen, sondern es geht darum, etwas, eine Botschaft zu visualisieren, und genau das tun Sie. Ist die Oma einverstanden, für die CDU zu werben, oder ist sie keine Oma? Sie ist einverstanden, für die CDU zu werben, aber es sind Personen, die professionell für derartige Fotos zur Verfügung stehen. Nochmal in der 2. Reihe in der Mitte. Ja, das war eine ähnliche Frage. Sind das überhaupt Deutschen? Sie haben von fröhlichen Deutschen vorher geredet. Sind das deutsche Schauspieler da? Es sind keine Schauspieler, und im Übrigen sind es alles Menschen, die in Deutschland leben, ich glaube in einem Fall einer anderen Staatsangehörigkeit haben. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Die Dame hier vorne, von mir aus gesehen rechts. Jetzt überlasse ich Ihnen das Rätsel. Auch nochmal zu den Plakaten. Die tragen ja alle blau hier drüben. Also, ja. Ist das so deutsche Romantik oder hat das eine Bewandtnis? Mir fällt vor allen Dingen auf, dass es alles schöne und gut zusammenpassende Farben sind und dass an vielen Orten, etwa in der Werkstatt, tatsächlich Blau getragen wird, in Familien tatsächlich bunt gelebt und sich gekleidet wird, Menschen gerne Motorroller fahren und hoffen, dass die Grünen nie Gelegenheit haben werden, ihnen das zu verbieten. Ja, wunderbare Farben. Gut, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche einen schönen Tag. Danke Ihnen.